Hey, hey, hallo Leute und willkommen zu Crooks the Big Haste. Ein Spiel, was noch nicht draußen ist, denn wir spielen heute die Demo. Das ist ein kleines Gameplay-Video. Dieses Spiel scheint so allem Anschein nach sehr den alten Clue-Spielen zu ähneln. Ich habe ja schon zweimal der Clue 2 LP't und werde es auch demnächst ein drittes Mal LP'en. Und dann ist irgendwann plötzlich Crooks so in den News erschienen, wo ich mich so erkundigt habe. Und dann habe ich so geguckt und hey, das sah Clue sehr ähnlich. Ich habe bisher von allen, die das bisher gespielt haben, also von größeren Leuten, bisher nur eher so mittelmäßige Kritik im positiven Bereich gehört. Also so mäßig überzeugt sozusagen, aber überzeugt. Was gehört halt. Und jetzt kürzlich ist auf Steam die Demo hiervon rausgekommen. Und ich würde sagen, wir spielen diese Demo jetzt mal. Ich bin gespannt, ich kenn's nicht. Ich hab's jetzt auch noch nicht angetestet oder so. Heißt, wenn es jetzt laggt, werde ich auch schnell was umstellen müssen. Das Ganze begann in Venedig Ende der 60er. Da war noch nicht klar, ob wir das Rennen zum Mond gewinnen. So ein Russe hatte gerade den ersten Weltraumspaziergang gemacht. Dann kam die Mondlandung der Surveyor-Sonde. Die hat den Klunker zur Erde gebracht. Den Lunastein. Damals wusste noch niemand, was dieser Brocken anrichten konnte. Schätze, darum durften die Europäer ihn ins Museum stellen. Ganz San Francisco sprach darüber. Wir hatten sogar schon einen Käufer an der Hand. Als wir dann anfragten, ob Don Cesare den Einbruch finanzieren würde, war er begeistert. Damals waren wir noch zu sechst. Marys Plan schien wasserdicht. Er hatte an jedes Detail gedacht. Und im Grunde lief dann in Venedig auch alles nach Plan. Für Murray jedenfalls. Die Sequenzen sind auf jeden Fall schon sehr Clue-ähnlich. Wir kommen mit der Fondagoda Marocchini. Hoffe, ihr hattet einen guten Flug. Das Essen hätte besser sein können. Murray, bevor wir uns den Lunastein holen, gib uns etwas Zeit zum Orientieren. Drücke L und nee, Kamera verschieben. Ja, da sind wir gerade dabei. Halte Mountain-Maus-Taste 3 oder Shift links gedrückt und bewege die Maus nach links oder rechts. Oh. Okay. Ja, ist schon sehr Clue-ähnlich. Bisher, ne? Dreh das Mausrad vor und zurück zum Zoom. Ja, alles klar. Ich möchte nochmal auf die Karte schauen. Die gefährlichsten Stellen sind ja die, die man beim Planen übersieht. Keine Sorge. Meine Planung ist tipptopp. Wir holen uns den Stein, solange das Museum ihn noch auf dem Dachboden lagert. Die Karte haben wir da oben, alles klar. Ah, so kann man Pause machen, also pausieren. Kann ich auch Stockwerk weiter nach oben? Nee. Okay, Wächterinfo. Hm. Zurück oder M, um die Karte zu schließen, alles klar. So unübersichtlich ist der Weg zum Lunastein gar nicht. Also, tut einfach, was ich sage. Mach bloß keinen Mist, Murray. Vertrau mir, Lobkowitz. Okay, legen wir los. Bereit, Cleopatra? Läuferin klar. Rocket? Bishop? Schlangenmensch klar. Schlosser klar. Wie gesagt, Planung ist alles. Lobkowitz? Ja, ja. Techniker klar. Mit Wegpunkten kannst du die Wege der Diebe festlegen. Alles klar. Linksklicke doppelt auf Lobkowitz Porträt, um ihn auszuwählen und auf dem Bildschirm zu zentrieren. Lunastein, wir kommen. Okay, was ist denn das? Schalter. Deaktiviere verbundene Sicherheitssysteme innerhalb von 1,6 Sekunden. Kann nur einmal benutzt werden. Rechtsklicke in den Schalter, um Wegpunkt für ihn zu setzen. Alles klar. Linksklicke auf das Pause-Symbol. Oder drücke die Leerste. Alles klar. Gut, ich verstehe. Aber man kann scheinbar nicht spulen wie ein Clue. Und ja, sorry, ich habe hier irgendwie ein sehr Clue-Vergleichs-Ding. Knack die Sicherheitstür. Kein Problem. Irgendwie nicht verwechseln. Ich bin. Oh, Moment, warte kurz. Rechtsklick auf die Sicherheitstür. Die da? Nee. Die da. Ah. Okay.
Ich vergleiche es irgendwie sehr mit Clue, was vielleicht kein Wunder ist, weil es ist halt auch ein Einbruchssimulator und sowas gab es eigentlich bisher fast nur bei Clue. Ich glaube noch, They Stole a Million war, glaube ich, noch so ein Spiel in der Art, aber das habe ich nie gespielt. Nur der Clue 1, der Clue 2 und jetzt eben Crooks. Ich bin sehr gespannt. Es ist ja nicht von den Entwicklern von damals. R30K-Standardschloss. Na, Cleo, wie geht's dir so? Sehr witzig. Warum wolltest du, dass ich mich hier einschließen lasse? Erklär ich später. Versuch doch mal, ob du da irgendwie rauskommst. Du hast echt ein Problem, Murray. Wieso soll ich dahin? 5 Wegpunkte. Warum? Linksklick auf einen der Wegpunkte, um ihn auszuwählen und ein Kontextmenü zu... Linksklick auf den Papierkorb. Ich verstehe. Siehst du, hat gar nicht wehgetan. Ich hoffe, das war's jetzt mit den Spielchen. Okay, ich lass dich raus, Cleo. Folge einfach den offenen Türen. Im Ernst? Du hier, Murray. Beeil dich, Schätzchen. Ich warte hier schon lang genug auf dich. Kommt, Mädels. Nicht streiten. Der Weg ist frei. Also ab nach oben. Gut, es scheint also so, dass wir das Tutorial hier machen könnten. Und dann gleich noch die erste richtige Mission. So scheint es mir zumindest, weil ich oben halt das Tutorial überspringen kann. Deswegen behaupte ich mal, dass man da noch eine normale Mission machen kann. Jetzt mache ich auf jeden Fall erstmal das Tutorial zu Ende. Sehr gut. Läuft alles nach Plan. Damit sind wir zum oberen Stockwerk, wie es scheint. Das alles hier ist viel zu einfach. Murray, bist du sicher, dass du nichts übersehen hast? Ja. Und jetzt konzentriert euch. Hier gibt es mehr zu holen als nur den Lunastein. Also los, Bishop. Mach Rocket die Tür auf und vergiss die Beute nicht. Mir missfällt dein Ton, Murray. Rechtsklicke den Geldkoffer auf dem Boden. Den Schalter. Ein Job kann scheitern, wenn die Diebe auffällig agieren. Das heißt, indem sie Heat erzeugen. Beispielsweise indem die den Sichtkegel... alles klar. Jetzt klicke auf den Schalter hinter der offenen Tür. Ach, den da. Na dann, Mary, mach mal. Aber wusstest du jetzt nicht von der Kamera? Beobachte den Hedometer, während Bishop... Die Kameras kennst du doch. Wirklich sehr unterhaltsam, Murray. Ich dachte, du deaktivierst diese Kamera. Komm schon. Mit ein bisschen Risiko macht es mehr Spaß. Okay. Na, dann machen wir die Kamera mal schnell aus. Ihr müsst euch einfach besser koordinieren. Oder so. Timing ist kein chinesisches Restaurant, wisst ihr? Ach ja, 63 in Carson City hing auch alles am Timing. Unser erster gemeinsamer Job, weißt du noch, Bishop? Durchaus. Für mich ging es damals aber primär um Geduld. Darf ich jetzt endlich mal was tun, oh großer Planer? Na sicher, Schätzchen. Der Weg ist frei. Nur nicht ungeduldig werden. Okay. Bisher gefällt es mir ganz gut. Mal gucken, wie es sich noch entwickelt. Rechtsklicke die Linie zwischen Rockets Wegpunkten dort, wo sie noch nicht im Sichtkegel der Kamera liegt. Wo sie noch nicht im Sichtkegel liegt? Ja, da. Linksklicke den neuen Wegpunkt, um ihn auszuwählen und sein Kontextmenü zu öffnen. Hier warten, warum? Ach so, und er kümmert sich jetzt um die Kamera, oder wie? Ich verstehe. Kann weitergehen. Jetzt linksklicke auf das. Es ergibt Sinn. Und da liegt ein Schlüssel. Das erste Mal, dass du vor lauter Begeisterung nicht merkst, dass du gefilmt wirst. Ach so? Murray, wir sind hier alle Profis. Halt dich da raus, Cleo. Also, Rocket, schnapp dir den Schlüssel und leg los, Baby. Nenn mich nicht Baby.
Okay, jetzt geht's hier an die Action, Leute. An die fette Action. Jetzt wird eingebrochen. Wo ist denn der Lunastein? Da oben liegt er. Und da sind Wachen. Ah, rechtsklicke die Sicherheitstür. Okay. Ja. Jetzt will ich aber mal schnell was nachgucken. Darf ich? Nein, darf ich natürlich nicht. Hä? Hä? Okay. Warum auch immer ich dazu erst warten muss. Wahrscheinlich muss erst noch irgendein Schalter. Ich habe keine Ahnung. Rechtsklick auf den Schalter hinter der Tür. Und Pause hinter. Ja, warum sollst du da an der Tür warten? Es geht doch. Spaß dir, Mary. Weiter geht's. Darf ich jetzt mal schnell auf die Karte gucken? Nein, oh Mann. Wieso ist man denn im Tutorial so eingeschränkt? Also, mich würde mal interessieren... Oh, huch, jetzt habe ich doch tatsächlich meine Fernbedienung runtergeworfen. So, das Brecheisen kann ich da dann benutzen, mir dann das neue holen, diesen Schalter drücken und... Okay. Das ist cool. Also wie gesagt, bisher ist es sehr Clue-ähnlich. Hier unten sieht man sogar den Teil, wo wir gerade waren. Es ist sehr hübsch vor allem. Und ich bin mal gespannt, was auf uns zukommt. Vielleicht wird es einen zweiten Part geben, wo ich dann das Nicht-Tutorial-Level spiele, wenn es eins gibt. Mal gucken. Ah, jetzt kann ich das machen, was ich die ganze Zeit machen wollte. Wächterinfo. Aufmerksam. 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 Seht ihr, ist alles sicher. Die können nicht mal aus ihrem Raum. Hey, wollt ihr mich hier zurücklassen? Keine Sorge, Cleopatra. Jetzt bist du an der Reihe. Und sorry, wenn ich auch hier ein bisschen ruhig bin, aber ich versuche mich doch irgendwie auch ein bisschen zu konzentrieren. Weil, also ich bin irgendwie gerade so begeistert bisher, deswegen bin ich auch ein bisschen ruhig. Ich bin recht sprachlos, ehrlich gesagt. Kannst du irgendwo die Lichtschranke ausmachen? Lauf einfach durch. Geht's noch unprofessioneller? Das ist eine Ablenkung. Vertrau mir wenigstens einmal. Oh je. Das gefällt mir nicht so gut. Das kann doch nicht wahr sein. Siehst du, Cleo? Nichts passiert. So spannend war das ja nicht. Wären Sie so freundlich, mir das Brecheisen zu reichen? Ich wäre untröstlich, Sie zu enttäuschen, Fräulein Rollins. Bitte nehmen Sie das Gerät entgegen. Rocket, das ist Männersache. Zieh Leine, Murray. Ich mach das jetzt. Okay, also man kann den anderen Leuten sozusagen auch Gegenstände überreichen. Und hier kann man das Brecheisen einfach fallen lassen. Das ist ja traurig. Man schmeißt das Zeug einfach weg. So, und Rocket holt sich's dann jetzt. So, und natürlich bricht sie die nächste Tür damit jetzt gleich auf. Oh, ich mag das Spiel. Bisher mag ich's echt. Ich war ein bisschen... Okay. Ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ich halt von den Kritiken nur so gehört habe, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass sie nicht gut bezahlt wurden von den Machern sozusagen. Genau so.
Also Mary scheint ja nur, wie man es auch schon gehört hat, nicht so der... ich habe ein bisschen Angst, was jetzt passiert. Na gut, ich würde sagen, wir fliehen einfach alle jetzt mal über den Balkon, aber irgendwie habe ich trotzdem kein gutes Gefühl bei der Sache. Los, komm schon. Wie ist er nochmal? Bishop, genau. Los, Bishop. Die Wachen sind zwar eingesperrt, aber lauf. Habe ich auch irgendwo so mein Inventar oder so? Nein, aber ich kann speichern. Ich speichere jetzt. Neuer Speicherplatz. Eins. Speichern. Weiterspielen. Los, weiter geht's. Aber ein Inventar habe ich nirgends. Das ist... Ach so, aber oben rechts steht, wie viel Geld ich habe sozusagen. Geschafft! Wir wurden gefangen genommen. Cesare zahlte unsere Kaution und wir fanden sogar einen Weg, uns bei ihm zu revanchieren. Doch nach Venedig war das Team zerbrochen. Und ohne Team gab es keine Chance, je wieder große Dinger zu drehen. Schätze, genau das war Marys Plan gewesen. Niemals wieder teilen müssen. Und schon gar nicht den Lunastein. Lobkowitz verkroch sich Gott weiß wohin. Jahrelang hörten wir nichts von ihm. Wahrscheinlich saß er in seiner Gartenhütte und bastelte irgendwas. Rufus und Rocket, die Rollins-Geschwister, kehrten zum Wrestling zurück. Dabei handelten sie sich aber mehr Verletzungen als sonst was ein. Bishop gründete eine Umweltschutzorganisation und widmete sich der Rettung des Planeten. Wir beide machten noch Jobs zusammen, aber es war nicht dasselbe. Über Murray gab es Gerüchte, dass er sich jetzt bei einflussreicheren Leuten einschleimte. Aber tatsächlich wusste niemand, wo der Verräter überhaupt steckt. 5 Jahre später wurde der Lunastein erneut ausgestellt. In San Francisco. Direkt vor unserer Nase. Ob Zufall oder nicht, Bishop und mir war klar, dass Murray wieder versuchen würde, ihn zu kriegen. Diesmal sollte er bezahlen für das, was er dem Team angetan hatte. Diesmal würden wir uns den Lunastein holen. Und Don Cesare hatte die Informationen für den ersten Schritt. Sequenzen-Gameplay und Musik erinnern wirklich sehr an Der Clue 2 und das gefällt mir, denn Der Clue 2 gilt als eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Auch eine Stadtkarte gibt es, die ist aber ein bisschen anders hier. Oh. Ich würde aber sagen, dass wir hier den Part beenden. Diesen kleinen Demo-Part. Und eventuell kommt ja demnächst noch ein zweites Demo-Video von Crooks, wo wir uns dann für eine Handvoll rosa Federn anschauen. Vielleicht aber auch nicht, vielleicht dann erst im Let's Play vom Hauptspiel. Ich glaube, das kommt Ende August oder Ende September raus. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, dass es das war. Wir sehen uns demnächst wieder und ciao.